So, willkommen wieder zu einem Video Ratschlag lernen mit einer Hand. Wenn ihr einen Ratschlag könnt, perfekt, dann geht's hier weiter. Wenn ihr noch keinen normalen Ratschlag könnt, dann empfehle ich euch, das andere Video zu schauen. Unten in der Videobeschreibung verlinkt oder hier oben in dem Dings da wird es angezeigt. So, für alle, die jetzt Ratschlag können, für die zeige ich jetzt, wie ihr das mit einer Hand auch schafft. Wir gehen jetzt Step by Step, Schritt für Schritt, so dass ihr das auch am Ende drauf habt. Es ist ganz einfach, ihr müsst euch keine Sorgen machen und ihr braucht vor allen Dingen keine Angst. Ihr arbeitet nicht mit der Muskelkraft, das wird dann ja so aussehen, so. Sondern mit der Technik. Und die ist eigentlich ganz einfach. So, wir suchen uns eine Position aus, entweder diese Richtung oder diese Richtung. Das ist euch selbst überlassen, in welche Richtung ihr es am besten machen wollt. Dabei ist es wichtig, wenn ihr so einen Ratschlag mit einer Hand macht, dass ihr den Arm komplett streckt. Damit ihr ein besseres Verständnis darüber habt, wie dieser Trick funktioniert, zeige ich das nochmal in dieser Perspektive. So, jetzt ganz wichtige Punkte, gut aufpassen, wenn ihr hier jetzt seitlich runtergeht. Achtet darauf, dass bei der gestreckten Hand die Hand nicht so nach vorne gezeigt ist, sondern nach hinten gebeugt ist. Das hat den Grund, dass wenn ich dann den Fuß hier vorne eindrehe und hier runtergehe, zack, dass ihr hier am gestreckten Arm eine bessere Kontrolle habt. Wenn ihr das allerdings so macht, dann kommt ihr nicht wirklich nach vorne, weil es hier blockiert. Achtet darauf, dass die Hand immer eingedreht ist und ihr hier mit der anderen Hand Schwung holen könnt. Das ist ganz wichtig, ansonsten würde der Trick nie wirklich funktionieren. Geht hier runter, zack, und kurz vor dem Aufkommen schaut nochmal dahin. Das hat den Vorteil, dass eure Wirbelsäule hier, zack, komplett gerade ist und ihr auch dann einfach hier rumkommt. Wenn ihr die Wirbelsäule so eingedreht habt, dann kann das ja nichts werden. Ihr seid ja komplett verdreht. Und das blockiert euch in dieser Bewegung. Deswegen Wirbelsäule komplett gerade. Die Hand geht hier runter. Das Knie wird gebeugt. Und dann könnt ihr ja so rumkommen. Und jetzt mit einer Hand. Zack. So. 5 Punkte zum Mitschreiben. Erster Punkt, achtet darauf, dass ihr das Bein eintretet in die Richtung, wo ihr lang wollt. Zweiter Punkt, wenn ihr hier am gestreckten Arm seid, achtet darauf, dass die Fingerspitzen nach hinten zeigen, Richtung Rücken. Also hier so, Richtung Rücken, nicht so nach vorne, sondern nach hinten gebeugt, sodass ihr hier dann einen Ratschlag machen könnt. So, dritter Punkt. Geht runter in die Knie. Vierter Punkt. Den Rücken nicht so nach vorn gebeugt, sondern so nach hinten gebeugt. Und fünfter Punkt. Diese Hand, die den Boden nicht berühren soll, die holt trotzdem Schwung und bleibt nach vorne gerichtet. Das heißt, hier einmal runter und nach vorne gerichtet. Diese 5 Punkte müsst ihr beachten und ihr könnt einen perfekten Ratschlag mit einer Hand. Ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, trainiert diesen Ratschlag mit einer Hand, denn ihr könnt auch mit diesem Trick ganz leicht von irgendwelchen Objekten, Bänken, Tischen runterspringen. Also diese Akrobatik ist irgendwie cool. Und oder mit dem Kampfstock. Das heißt, wenn ihr hier mit dem Kampfstock rumhantiert, zack, 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 und dann einen Ratschlag mit einer Hand macht, sieht es auch cool aus. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Trainieren und habt keine Angst und denkt dran, wenn ihr einen Ratschlag macht, am gestreckten Arm und schaut am besten immer in diese Richtung. Niemals vom Fußboden, weil wenn ihr am Fußboden guckt und euch darauf konzentriert, dann fällt auch der Körper irgendwann hinterher. Und zack. Danke, dass du zugeschaut hast. Viel Spaß und Erfolg beim Trainieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein Video dazu machen. Ansonsten würde ich sagen, erstmal toi toi toi. Viel Spaß und verletzt euch nicht. Bis dahin, euer Pete.